Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Der Chrome-Browser für iOS nervt mich schon seit einigen Tagen. Ich soll doch bitte endlich das neueste Update machen. Es gäbe zwei neue Features und die brauche ich unbedingt. Nummer 1, Übersetzen. Okay, das kann mal hier und da ganz nützlich sein. In der Regel nervt es aber eher und die meisten deaktivieren es auch ruckzuck. Aber das Hauptfeature, Datennutzung reduzieren. Die Android-Fraktion kennt es schon lange. Da gibt es diese Funktion seit geraumer Zeit. Und auch auf iOS ist sie jetzt da und Google wirbt mit, reduzieren Sie Ihre Datennutzung um bis zu 50%. Und das wollen wir doch jetzt mal fix austesten. Ich habe die App jetzt mal eben geupdatet und wenn ihr dann Chrome startet, dann kommt nicht ein neues Fenster. Herzlichen Glückwunsch, das hier sind die neuen Funktionen. Nö, da müsst ihr selber nachgucken. Denn in den Einstellungen gibt es jetzt die Option Bandbreite und da gibt es dann auch Datennutzung reduzieren. So, und wenn ich das jetzt aktiviere, da gibt es auch nochmal den Hinweis, wenn diese Funktion aktiviert ist, verwendet Chrome die Server von Google, um besuchte Seiten vor dem Herunterladen zu komprimieren. SSL und Incognito-Seiten sind davon ausgenommen. Also, wer da jetzt Angst wieder vor Passwörtern oder sonst was hat, oder dass Google eure Seitensurfverhalten nachverfolgen kann, na mal ganz ehrlich, ihr nutzt eh schon so ein Google-Produkt und da brauchen sie dann nicht extra noch die Daten zu komprimieren, um an sozusagen eure besuchten Seiten ranzukommen. Diese Daten werden ja eh, wenn ihr es aktiviert habt, schon an Google geschickt, bedeutet jetzt für uns, wir können jetzt einfach mal das Komprimierungstool benutzen und ich surfe damit jetzt einfach mal eine Runde rum. Natürlich mache ich es WLAN vorher noch aus. So, und jetzt bin ich auf einer englischen Seite und jetzt kommt hier unten das neue Feature. Diese Seite ist auf Englisch, in folgende Sprache übersetzen. Deutsch? Nein. Und jetzt fragt er mich auch nach, Englisch nie übersetzen oder nur diese Seite nie übersetzen. Englisch nie übersetzen. Jetzt haben wir die Sprache raus und werden hoffentlich damit auch nie wieder gefragt. So, und einige Minuten später, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe Technik-Faultier, Twitter und The Verge abgesurft und habe schon 6% gespart. Normalerweise hätte ich 4,5 MB verbraucht, jetzt 4,2 MB. Ich sag mal, würde ich noch ein bisschen mehr surfen, kommen wir vielleicht auf 10%. Und ich denke mal, das ist für den einen oder anderen dann doch ganz interessant, wenn er denn viel im Browser Daten versurft. Wenn ihr euch nur Bilder mit WhatsApp hin und her schickt oder Google Hangout Videochats macht, dann nützt euch so eine Datenreduzierung natürlich nichts im Browser. Aber wer halt viel im Browser damit rumsurft in Google Chrome, der, ja, ich sag mal, wenn jemand nur ein kleines 300 Megabyte Paket hat, der kommt dann damit so weit 10%, 330 MB und naja, selbst wenn es nur 6% dann wären sollen, dann wäre das immer noch gefühlte 318 MB, die man dann zur freien Verfügung hat. Also das Ganze funktioniert. Ich empfehle es euch, einfach mal einschalten und vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!